It's still time. Hier nochmal der Nachtrag zu der Servoreparatur. Und zwar habe ich zumindest einen Fehler gefunden. Und das Kabel, das muss wohl schon die ganze Zeit da rumgehackelt haben. Also ich passe jetzt mal ein bisschen auf, dass mir nicht noch mehr kaputt geht. Und zwar hier. Das Lichtverhältnis ist ein bisschen schlecht. Damit wird es jetzt nun auch nicht besser. Dann versuche ich es noch mal zu zeigen. Wo ist es? Schwarzes Kabel auf schwarzem Hintergrund ist natürlich ein bisschen für den Arsch. So, jetzt seht das aber bestimmt gut. So, und zwar das Kabel hier. Stellt sich scharf. Gehört da dran und das ist ab. Tja, wie kann das passieren? Keine Ahnung. Aber ich halte von den Lötkünsten nichts und das war vielleicht kein Roboter, vielleicht war das einer, der den ganzen Tag da dasselbe macht. Der ist zwar auf jeden Fall nicht gut dran gelötet. Von der Hitze her kann es ja nicht abfallen einfach. Ja, hier ist wieder Öl drauf. Was auch zu bemerken ist jetzt hier bei dem ist, ja, die Chips, die unten verlötet sind, oder Chip, die sind nur zwei. Bei den älteren Modellen nehme ich mal stark an, nee, bei den jüngeren Modellen sind vier verbaut. Der Kondensator ist ja doppelt so groß, hoffentlich auch doppelt so besser, hätte ich jetzt gesagt. Und was auch noch hierbei auffallend ist, jetzt muss ich aufpassen, dass ich mir die anderen Kabel nicht auch noch abreiße. Ja, ist jetzt ein bisschen schwierig, hier wieder mit außer Hand zu füllen. Na, jetzt soll da mal abgehen, der Deckel. Zack. Und hier statt eine grüne Platine eine rote. Und ja, mal gucken, ob sie es scharf stellt. Ja. Da packe ich lieber nicht drauf, sonst hat das Ding das hinter sich. Aber hier vorne seht ihr, da ist es nochmal versiegelt. Und tja, warum das so ist, dass die jetzt alles verschiedene bauen. Und das gravierendste Teil zeige ich jetzt mal. Und zwar ist das das, wo ich euch von erzählt habe, dass jetzt bei dem, wo der Servohorn oben drauf kommt, also die Welle, bezeichne ich das immer so, hier eine Nutrum war, wo das Kugellager sitzt. Und das ist bei den neueren Modellen, ich weiß es nicht, vielleicht wisst ihr, ob das das neue oder das alte Modell ist, vielleicht haben sie sich ja besonnen, das doch zu machen, dass man die Kugellager abnehmen kann, weil bei diesem Modell ist hier keine Nut und das draufgeprahmt, fest installiert, sondern bei dem ist jetzt doch noch mit dem Kugellager. Oh Wunder. Also ist natürlich für mich besser so, dass es so ist. Und das kann man ja ganz einfach draufstecken. Und wenn es kaputt ist, austauschen gegen eins, was man noch hat, von alten Servo oder so. Und ja, so habe ich das ja gedacht. Und da bin ich ja mit dem Schraubenzieher dran gegangen, weil ich dachte, das wäre auch so ein Ding. Und hebel hier vorsichtig dran rum, bis es dann irgendwann mal kaputt war. Ne? Und ja, ihr werdet es vielleicht dann auch mal erfahren, was ich meine, wenn ihr nicht genau Bescheid wisst, was ich jetzt da mit sagen wollte. Und naja, aber ihr seht das ja in dem Vorfilm, bla bla bla. Tja, das ist noch in Ordnung. Der ist ja auch nagelneu, der Servo. Der hat noch nicht viel hinter sich, noch wie viel Kilometer. Und hier sehe ich schon wieder diese schallplattenmäßige Schramm drauf. Und das heißt, der schwächelt auch schon wieder. Also kaum vorzustellbar, dass sowas so schnell kaputt gehen kann. Aber irgendwie soll der ganze Kladderadatsch halt nicht zahlten und finde das ein bisschen traurig. Auch 40 Euro, da sollte man ja ein bisschen besser verarbeiten. Die Schrauben hier oben brauchen nicht rein im Motor, weil er unten festgelötet ist anscheinend. Sonst sind da ja auch nochmal zwei Motorschrauben drin. Kann man aber, glaube ich, nicht, kann man nicht reinmachen. Weil die Bohrungen woanders sind. Tja, das ist alles auf schnell, schnell zusammengebaut und was soll man dazu sagen? Ja, es ist ein Nachbau. Jetzt hätte ich mal gerne, da muss ich mal meinen Kumpel fragen, wenn er mal einen kaputten Tritron hat, Servo, den baue ich mal auseinander und dann gucken wir uns den mal an, wie der von innen verbaut ist und wie viele verschiedene Versionen es vielleicht da noch von gibt. Ne? Also mein Optimum ist jetzt ganz einfach nochmal zu sagen, auf den Punkt zu bringen, günstige Servos, die lange halten. Und wo man halt, wenn mal was kaputt ist, meistens ja Elektronik oder die Zahnräder. Und wenn bei dem einen das eine und bei dem anderen das andere kaputt ist, dass man es kombinieren kann und sich aus mehreren wieder einbauen kann. Das ist mein Ziel. Also dann kaufe ich dann auch immer eine Marke, dass ich auch immer die Bauteile am Start habe, die ich brauche und mir nicht irgendwie so ein Reparaturkit kaufen muss, was auch schweineteuer ist. Und ob das hierfür gibt, weiß ich nicht. Tja,
Und das war jetzt das Anliegen. Wenn ihr noch günstige Servos wisst, die wirklich gut sind und ja, mindestens 3 Rennen halten, also mindestens 1,5 Stunden pro Rennen unter höchster Anforderung aushalten, dann lasst es mich wissen, schreibt es in die Kommentare rein und ja, würde ich mich drüber freuen. So, jetzt baue ich das, jetzt löte ich das Ding wieder ran, baue es zusammen und dann hoffe ich, dass es das gewesen ist mit dem zappeligen Servo. Und ja, dann hoffe ich, dass er noch ein paar Tage länger hält. Und dann sehen wir uns beim Vereinsrennen, vierte Vereinsrennen dann wieder, wie mir dann der Servo kaputt geht. Ne? Na, ich hoffe es ja nicht. Naja, so, dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Ja, nicht vergessen. Bis dann. Tschüss.